Geht er nur wirklich an den Start, der BER-Pannenflughafen? Ich habe heute eine exklusive Führung über den BER. 2 Stunden habe ich Zeit, also keine Zeit verlieren. Und wenn Sie hier abfliegen, dann kommen Sie am besten nicht mit dem Auto an, sondern mit dem Zug. Also ich bin ja als Berlin-Reporter viel mit der Bahn unterwegs, aber den Bahnhof hier kenne ich noch nicht. Das liegt daran, dass das der niegelnagelneue Flughafenbahnhof direkt unter dem Terminal 1 vom BER ist. Von hier gehen sie direkt die Treppe hoch und dann sind sie quasi schon fast am Check-in. Hier ist noch ein bisschen was zu tun. Das heißt, man sieht, die Informationstafeln sind noch leer, die ein oder andere Beschilderung fehlt. Aber in ein paar Wochen, da werden dann 14 Züge pro Stunde hier halten, unter anderem auch alle 10 Minuten die S-Bahn. Und jetzt fahren wir hoch ins Terminal 1. Wow, also eins fällt sofort auf, es ist wirklich mega groß, eine riesige Halle, noch fast ohne Menschen, bin hier der einzige Fluggast anscheinend. Und wenn man sich hier umschaut, überall sind diese Check-in-Schalter, also fast wie so kleine Inseln, wo man dann von jeder Seite rangehen kann, sein Check-in machen kann und vor allen Dingen auch wieder kurze Wege. Gleich dahinter, 10 Schritte, ist sofort die Sicherheitskontrolle, das heißt dahinter gehe ich dann sofort rein und bin dann auch relativ schnell am Gate. Nebenbei, wenn Sie das erste Mal hier sind, schauen Sie mal auf den Boden. Das ist nicht einfach nur normaler Steinfußboden. Der ist tatsächlich aus der Jurazeit mit Einschlüssen von Muscheln, von Algen. Wahrscheinlich haben Sie den gleich bei der Planung mit abgebaut. Wir haben noch Zeit. Der Flieger geht noch nicht. Lass uns doch mal auf die Besucherterrasse gehen und gucken, wie die Aussicht da ist. So, hier ist der Shoppingbereich. Hier kriegen Sie alles, was Sie vor dem Abflug noch brauchen. Snacks, Getränke, ein Buch, ein Nackenkissen, eine Tüte Beton, eine Rigipsplatte. Nee, tatsächlich Spaß. Hier wird gerade noch gearbeitet, denn am 31. Oktober wollen natürlich auch alle Geschäfte hier geöffnet haben. So, Koffer ist abgegeben. Oben auf der Besucherterrasse war ich auch. Shoppen war ich auch gerade eben noch. Und jetzt heißt es warten auf den Flieger. Die Aussicht ist auf jeden Fall ziemlich gut. Allerdings muss ich auch noch ein bisschen warten. 3 Monate noch bis zur Eröffnung.